Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. Ich nehme diese Folge direkt nach den letzten beiden auf, weil hier ist gerade spannend geworden und ja. Was gibt es denn von den Sachen noch, die wir machen könnten, um hier ihn zu beeindrucken? Ich glaube, wir könnten vor allem noch irgendwas Seltenes finden. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Seltsames finden. Vielleicht auch was Seltsames. Irgendwas Seltenes finden. Genau, ungewöhnliches oder seltsames Sammelobjekt geben. Genau. Genau, ich würde sagen, wir lernen mit Lino das traurige Heulen, wo man auch die Wut zurückschrauben kann. Und du kannst jetzt mal hier auf Sammeltour gehen. Lino ist noch kein Kümmerling, liest hier deswegen noch weiter Werwolf-Literatur. In der letzten Folge hatten wir mehrfache lunare Erleuchtung. Oh, und irgendwann muss auch nochmal Vollmond sein. Okay. Du kannst hier mal alles ernten. Das sind zwar nur Brombeeren, das ist mir aber egal. Wir gehen jetzt hier mal auf Sammeltour. Wir gehen mal hier herumsammeln. Sammeln alles ein. Idealerweise bräuchten wir hier diese Dinger, worin man Frösche suchen kann. Oh, warte, da lief irgendwas. Ach, das ist ein Eichhörnchen. No. Hier können wir nicht noch weiter hoch. Hier haben wir diese lange Brücke, die so cool aussieht. Wir haben Gartenarbeitsfähigkeit erreicht. Das ist doch auch nützlich. Brombeeren geerntet. Das ist eine Pflanze. Warum können wir denn hier gar nicht so viel sammeln? Hallo, ich möchte Sachen sammeln. Oder finden wir Sachen, wenn wir in den Gängen unterwegs sind? Das kann natürlich auch sein. Ich meine, wir könnten auch weiter angeln. Da könnten wir auch seltene Fische fangen. Theoretisch. Hier sind lauter Warnschilder, aber gibt es denn hier was zu sammeln? Ja, hier können wir nach Fröschen suchen. Oh, vielleicht lernen wir heute Greg kennen. Das kann sein, aber gut. Dann ist das so. Ach ja. Ich habe das Gefühl, die Welt ist viel rumzulaufen. Ich habe das Gefühl, die Sims brauchen echt ewig, um von A nach B zu kommen. Oh, aber das war cool hier mit dem See, auf jeden Fall. Also mit diesem Fluss, meine ich. Gucken wir jetzt mal, ob wir hier von Greg irgendwie, ob wir den jetzt mal kennenlernen. So. Ist der selten, dieser Frosch? Selten, ungewöhnlich. Okay, können wir noch ein paar mehr? Ach, sind keine Amphibien mehr hier. Wir können auch nicht mehr sammeln, ne? Okay, gibt es hier sonst noch Orte, wo wir was sammeln können? Das sieht mir nicht danach aus. Bisher ist hier auch noch niemand aufgetaucht, ne? Warte, was ist da? Ach, das ist hier im Baum drin. Okay. Du bist hier noch am Lesen. Du machst dich hier gut. Okay. Kannst du dann jetzt mal hierhin zurückkommen? Und dann kannst du eigentlich bald dem Rudel beitreten. Voll gut. Uns ist hier nichts passiert. Ich habe erwartet, der würde jetzt hier auftauchen und irgendwie Stress machen. Aber vielleicht ist der auch nur missverstanden. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht will der einfach von... Vielleicht sagt er so, oh, ich bin nicht mehr in der Schule. Halt irgendwie so, die Clique ist gegen die Clique und das sind unsere Regeln und das ist das und das. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einfach nur allein in meiner Hütte sitzen, da am Wasser und in Ruhe gelassen. Das wäre ja auch sehr verständlich. Das könnte ich durchaus nachvollziehen. Da habe ich überhaupt keinen Hochmut zu. So. Ich habe das Gefühl, bei dir, Schatzi, dauert das alles ein bisschen länger. Kann das sein? Kannst auch noch mal heulen, wenn du möchtest. So, und dann könntest du nämlich, wenn du hier mal angekommen bist, als nächstes Mal, genau, Rudel anschließen, das Sammelobjekt geben. Vielleicht können wir dann tatsächlich dem Rudel beitreten. Überleg mal. Alle heulen zurück. Nee, aber eigentlich wollten wir doch hier unsere Interaktion machen, Schatzis. Hm.
Mach das mal. Tja, lassen wir Laura zuerst beitreten. Ich würde sagen ja, weil vielleicht können wir Lino dann schon so ein bisschen helfen, wenn wir schon drin sind, so. Wenn wir können. Gut. So. Bitten, sich anschließen zu dürfen. Ups. Wir sind dabei. Bevor du fortfährst, denke daran, wofür wir in der Moonwood-Kommune stehen. Erstens muss sich jeder für eine Gemeinschaft innerhalb des Rudels einsetzen und die Gruppe unterstützen. Zweitens müssen wir als Botschafter alle Wölfe eintreten und unsere Art mit Würde vertreten. Und drittens wird von uns allen erwartet, dass wir als Investition in die Zukunft für die Versorgung des Rudels sorgen, was bedeutet, dass wir sogar unsere eigene Nahrung anbauen und es vermeiden, in der Öffentlichkeit auf Sofas rumzukauen. Hört sich toll an, ich bin dabei. Ach, lass mal. Wir sind dabei. Willkommen im Rudel. Laura ist der Moonwood-Kommune auf dem Rang Omega beigetreten. Neue freigeschaltete Inhalte. Wöchentliche Anlieferung eines Snacks. Eine Ausgabe von Der gute Junge. Neue Rudel-spezifische Interaktion. Okay, okay, okay. So, jetzt lasst mal hier gucken, ne? Okay. So. Was können wir denn rudelspezifisch jetzt hier machen? Um Rudel-Mentoring bitten. Fragen, wie es ist, den Alpha-Rang zu besitzen, ne? Okay, machen wir das mal. Fallabalom. Huhu, Harpin. Fuh, Spinor. Oh, du bist auch im Rudel, ne? Können wir dich auch mal hier besser kennenlernen. Conchipo Laba, Nebla Suizo. Ach, guck mal, wir sind so nah dran hier. Okay. Geh mal hier irgendwo, hier vielleicht hier dahinter. Mir ist das nicht so recht, dass man einfach so irgendwo in die Landschaft pinkeln kann. Man möchte ja da nicht irgendwie so direkt unter den Grill pinkeln. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja irgendwie auch nicht die nette Art. Können wir denn mal hin? Vielleicht hier hin? Okay. Nach können wir was essen vielleicht mal? Vivian Lewis ruft uns an. Kohle, 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 gib her. Sehr schön, du hast jetzt eingewilligt. Ich muss dich darüber informieren, dass du das Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück und herzlichen Glückwunsch zum nächsten Kapitel deines Lebens. Tja, das können wir, ich meine, einmal können wir es natürlich nicht machen, dass wir es einfach verstreichen lassen. Wo sehen wir das denn hier? Sehen wir das irgendwo? Ach, hier unten vielleicht irgendwo, ne? Nee, wir sehen gerade nirgendwo dieses Ding, aber... Halt, wir können gucken, ob wir in der Zeit heiraten können. Zum Beispiel morgen. Oder wir lassen es sein. Das können wir gucken. Aber eigentlich fände ich die Herausforderung mal ganz cool. Yes, wir sind auch ein Kümmerling. Fantastisch. So. Dann möchte ich gerne mal, dass Lino traurig heulen lernt. Hier. Trübsinniges Heulen. Kannst du das mal machen? Wie hört sich das denn an? Oh. Aber es gibt doch hier irgendwas, was man darüber lernt, ne? Nee, heulen üben. Werwolf-Mentoring, okay. So, du kannst dich dann hier auch mal selber pflegen. Dann was essen und dann können wir auch wieder schlafen gehen eigentlich. Warte, wo sind wir überhaupt? Hier, okay. Weil da war doch irgendwas, ne? Ne, wir haben hier gar nichts mehr, okay. Magst du dann mal was grillen? Grillen, vielleicht mal ein Pilzsteak. So,
Christopher ist nicht hier, ne? Nee. Dann können wir ja schon mal gucken, dass wir vielleicht auch noch einen Frosch sammeln. Idealerweise auch nicht von Greg gefressen werden dabei. Und vielleicht können wir dann beitreten. Aber es sind im Moment keine Amphibien in Sicht. Das heißt, Laura hat es schon leer gesammelt hier. Okay. Dann müssen wir mal gucken, was wir stattdessen machen können. Ich meine, wir könnten angeln, ne? Kannst du auch mal irgendwie hier irgendwo hinmachen und dann gehen wir mal angeln? Okay. Laura hat Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Gutes Kind, gutes Kind. Tja. Unterhalte gute Beziehungen zu den anderen Mitgliedern, verschenke zahlreiche Kumpanen, Geschenke und trage am Treffpunkt etwas zu den Rudelressourcen bei. Diplomatie, vertritt alle Werwölfe mit Dingens und dann hier. Beschaffe Nahrung durch Angeln, Gärtnern, Jagen. Und sich nicht irgendwie in der Öffentlichkeit daneben benehmen. Okay. Es wird hier langsam dunkel. Oh, wir haben einen Apfel geschenkt bekommen. Das ist aber lieb. Wollen wir das denn hier mal essen? Tellerkrallen, aber ihr könnt alle davon haben, ne? Was willst du dir hier eigentlich? Freundlich zu Lino sein. Können wir machen, können wir tun? Ach ja. Das sieht ja schon mega cool aus, ne? Hier im Nebel. Oh, eine Riesenlibelle. Ach ja. Okay. So, möchtest du dich vielleicht hier noch so ein bisschen mit den anderen Rudelmenschen unterhalten? Dass ihr so gute Beziehungen habt untereinander. Vielleicht mal Muskeln zeigen. Solcher Krams. Wissen wir eigentlich, wer alles hier zur Moonwood-Kommune dazugehört? Sehen wir hier gar nicht, ne? Okay. Genau, dann könnt ihr euch hier mal so ein bisschen unterhalten und dann schlafen wir mal. Und dann können wir hier vielleicht auch noch mal schlafen. Ach, guck mal, wir steigen hier im Rang. Ach, spannend, okay. Aber ich mag das irgendwie, dass wir dadurch aufsteigen, dass wir uns halt mit den anderen verstehen und dass wir uns für die Gemeinschaft einsetzen. Weil ich finde halt irgendwie so manchmal, also das habe ich ja schon im Ersteller ein Sim-Video gesagt, so dass so dieses Alpha, Beta, Omega-Gedöns, da schreckliche Sachen mitgemacht werden, von wie sehr das missverstanden wird. Aber ich habe das Gefühl, häufig ist das so, ich hau so lange Leuten auf die 12, bis ich so derjenige bin, der am meisten Kämpfe gewonnen hat und so. Das ist ja nicht das, worum es geht in einem Rudel wirklich. Auch wenn Rudel ja diese Alpha, Beta, irgendwas Struktur gar nicht haben. Also die Wolfsrudel, meine ich. Tja, ja. Okay. Hier Lino, muss man wirklich sagen, Lino gibt sich richtig Mühe für alles. Gibt's eigentlich inzwischen? Die sind hier nicht selten, ne, die Guppies. Die sind gewöhnlich, ja. Qualität faul. Aber das ist einfach nur schlechte Qualität, ne? Die sind nicht in dem Sinn vergammelt. Was ist denn das hier? Eisenhutblume, die könnten wir mal ernten. Gibt es hier inzwischen wieder mehr Frösche? Nee. Ist hier oben das Mondblatt inzwischen? Aber ich nehme mal an, das kann man bei Vollmond ne ernten, ne? Ja. Da kommen wir hier im Moment nicht dran. Gibt momentan nicht zu ernten. Was ist denn hier das? Normal. Wie müde bist denn du, Schatzi? Noch nicht sehr müde. Magst du denn vielleicht hier mal weiter angeln gehen? Oder wir könnten auch mal hier angeln. Vielleicht klappt es hier besser. Vielleicht ist das noch so ein bisschen einfacher.
schläfst hier. Wir müssen mal überlegen, was wir als Kopan-Geschenke jeweils dann überreichen und machen. Weil das sollten wir halt schon irgendwie gucken. Ich meine, von Lino aus können wir auf jeden Fall immer Fisch geben. Das könnten wir tun. Ich glaube, wir haben auch noch Brombeeren im Inventar. Die könnten wir auch vergeben. Und einen Fisch. Und dieses Buch, das sollten wir vielleicht auch noch lesen. Ja. Ach ja. Und wir sollten uns vielleicht mal darum kümmern, Morgan noch besser kennenzulernen. Weil vielleicht kriegen wir ja dann unser Erbe. Wenn wir Morgan geheiratet haben, stell dich mal vor. Innerhalb von 7 Tagen auch noch, ne? Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge ihn mal auf ein Date bitten. Hier wird der Feuertanz gemacht. Ich würde sagen, sobald wir beim Rudel dabei sind mit Linur, kümmern wir uns um Morgan. Aber ich weiß halt nicht, ob er... ob Morgan davon so begeistert ist, dann was mit uns zu tun zu haben. Aber das ist ja besser, als wie wenn wir erst da total viel Energie reinstecken, ihn kennenzulernen. Und dann, wenn wir ins Rudel gehen, dann hat er so ein Problem damit, dass wir uns wieder trennen müssen. Das wäre ja eigentlich viel schlechter. Von daher ist ja gut, wenn man diese Sachen, die ein Problem werden, halt früh weiß, statt sehr spät erst. Okay. Du wirst jetzt bald langsam auch müde. Dann kannst du auch mal hier zu Laura gehen. Ich glaube, das Essen ist noch gut, ne? Kannst du davon mal einen Teller krallen. Du kannst dann da gleich auch mal schlafen gehen. Ach ja. Ich finde, das passt irgendwie zu den beiden, dass die hier im Sommer unter freiem Himmel schlafen irgendwie. Ja. Wir haben einen Barsch gefangen. Was für einen Status hat der denn? Ungewöhnlich! Das heißt, wir können morgen früh direkt Teil vom Rudel werden. Fantastisch. Fantastisch, das ist super. Das heißt, in der nächsten Folge können wir Lino auch zum Rudelmitglied machen und dann können wir mal Projekt Morgan angehen. Und wir haben noch einen Fisch gefangen. Ja, du kannst jetzt mal aufhören, Schatzi. Was ist das hier? Gewöhnlich. Okay, aber wir haben einen ungewöhnlichen Fisch. Und wir haben jede Menge Geschenke für unsere anderen Rudelmenschen. Und wir müssen uns irgendwann mal darum kümmern, welche Karriere wir haben wollen, weil wir haben im Moment... Oder was heißt Karriere? Wir müssen ja in dem Sinne nicht Karriere machen, aber halt, wie wir Geld verdienen wollen in Zukunft, wovon wir leben wollen. Er mag angeln, ja, das finde ich gut. Supi. Lass mich mal hier... Ach, hier, das ist dieses... Ach, da gucke ich ja nie drauf. Ich wollte eigentlich den Kalender gucken. Ja, jetzt ist Donnerstag. Jetzt beginnt gerade der Vollmond. Na, aber richtig, Vollmond ist, denke ich, erst nächste Nacht, weil, sag ich jetzt mal, wir haben ja eigentlich Mittwochnacht, auch wenn es Donnerstag ist. Wir haben ja, wenn Donnerstagmorgen ist, wie ich meine. Tja. Okay. Und du fängst hier an zu leuchten in Rot. Mhm. Da würde ich mal schauen. Also wenn Laura anfängt, wütend zu werden, sollten wir wirklich nach Hause gehen und sie vielleicht einsperren. Mal gucken. Wobei ich das eigentlich nicht mag, als Strategie mit den eigenen Emotionen umzugehen. Ich meine, wir können da auch irgendwann irgendwie in Richtung Willenskraft gehen oder trauriges Heulen oder was auch immer. Können wir ja mal schauen. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt hier alle auf dem niedrigen Level mehr oder weniger gewählt. Weil wir halt hier im Moment unter freiem Himmel wohnen und das ganz praktisch ist. Aber ich kann mir vorstellen, ich vergib die irgendwann neu, weil wir müssen nicht alles davon können eigentlich. Auch wenn es sehr praktisch ist. Okay, gut. Aber dann beende ich hier die Folge mal. Und dann sind wir nächste Folge dann beide wahrscheinlich Rudelmitglieder, weil wir können dann morgen Christopher beides vorführen. Und dann kann Lino auch Teil vom Rudel werden. Und dann haben wir so voll unsere Gemeinschaft und dann kümmern wir uns um morgen. Dann machen wir den auch noch klar, wenn wir es können. Mal gucken. Okay, jedenfalls dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!